Da sind wir schon wieder. Hallo Dirk. Hallo Madeleine. Ich habe den Dirk heute hier zum Thema Herausforderungen der Entwicklung von Themes und ein paar Lichtblicke. Dirk ist der Mitbegründer und Co-CEO von Twentyzen, war früher auch mal in der großen weiten Welt unterwegs, bei IBM unter anderem habe ich mir sagen lassen und gründete dann aber vor 11 Jahren sein eigenes Startup. Genau, wir hören heute was zum Thema Themes. Die Session ist pre-recorded. Ich spiele gleich das Video ab. Schreibt gern eure Kommentare oder Fragen in den Chat und dann sehen wir uns nach dem Video wieder und können gern darüber diskutieren, was der Dirk uns Tolles vorstellt. Viel Spaß! So, hallo, Dirk Spannhaus hier und Und Abdul-Wahab ist hier und ich bin Softwareentwickler bei 20Zen. ja, ich bin auch von Twentyzen und wir möchten euch heute etwas über die Herausforderungen bei der Entwicklung von Mail-Templates oder Mautic-Templates erzählen. Ziemlich harte Story, aber ja, auch mit ein paar guten Nachrichten, würden wir sagen. Wir müssen aber warnen, weil der Abdul hat es erlebt. Dieses Mail-Template-Entwicklung ist schon eine Welt voller Schmerzen, oder? Das ist. Ist keine Übertreibung. Also dieses Entwickeln von Mail-Templates für Mail-Templates, nee, nicht Mail-Templates, für Ist Mail-Clients, Clients, genau. ist eigentlich viel schlimmer als früher Webseiten zu programmieren für den Internet Explorer 6. Und das will was heißen. Aber diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Inkompatible E-Mail-Clients oder nicht unterstützte Features gibt es allerdings immer noch. Da gibt es so Sachen, meine, wenn E-Mails so viel könnten wie Webseiten, dann hätten wir vielleicht auch Formulare in E-Mails. Wird immer mal wieder gewünscht, wäre als Marketier vielleicht auch wünschenswert. Aber es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen, nicht zuletzt auch Sicherheitsbedenken, weil ich meine, es gibt ja heute schon genügend Phishing und Spam. Und wenn das dann noch technisch ausgefuchster wäre, wäre es wahrscheinlich noch einfacher, Leute hinters Licht zu führen. Dennoch, wenn es allein schon ums Design und das Layout geht, ist es herausfordernd. Weil Entwickler müssen sich immer, oder wenn Entwickler sich an die Vorgaben eines Designers halten müssen, es wäre oftmals nicht möglich. Insbesondere, wenn dieser Designer sich vielleicht nicht mal auskennt, so ein bisschen mit den Rahmenbedingungen von responsivem Webdesign. Es ist also immer nötig, dass du dich als Entwickler mit Designern auseinandersetzt, um zu gucken, was so layoutmäßig möglich ist, und was vielleicht nicht. Was man vielleicht gleich sagen muss, Pixelgenauigkeit kann man wahrscheinlich knicken. Ja. Das Form follows Function heißt, also die Form folgt der Funktion. In erster Linie ist es die große Kunst beim Entwickeln von Mail-Templates, eine möglichst große Kompatibilität zu erreichen. Und es bedeutet auch, dass gewisse Funktionen oder Features entfallen müssen oder ja, ignoriert werden müssen. Es gibt ein paar Beispiele, die das belegen, weshalb das so ein Schmerz ist. Man sieht da Abdul auf dem Bild. Damals, als er alle seine Haare verloren hatte, wegen dem Kopfzerbrechen mit der Mail-Entwicklung. Mittlerweile hat er seine Haare wieder zurück. Also wir werden sehen, es gibt noch ein paar gute Nachrichten. HTML-Buttons, was war das Problem? Oh, das war sehr schwierig mit HTML, HTML-Buttons. Ja, it was really difficult with the for legacy templates in HTML-Buttons. You have to mention like for links and full button cannot be like clickable. Ah. So that was still HTML-Buttons waren ja sowieso, da gab es ganze Webseiten und web. Artikel Ja, drüber, wie man genau. einen HTML-Button Ja. generieren muss, damit da auch ein Outlook funktioniert. Ja. Aber auch für die Redakteure schwierig, weil die musste man dann auch erinnern, dass sie in dem Code an zwei Stellen den Link austauschen müssten, weil ansonsten, ja, wenn man einen vergessen hat, war ein Teil der Empfänger, je nachdem mit welchem Genau, E-Mail-Client genau. geöffnet wurde, Ja. der Link nicht sichtbar oder hat eben nicht funktioniert. Also schon ein Schrecken, der in unsere Checkliste für den Versand von E-Mail-Adressen auch Einzug gehalten hat. Genau. Thema lokale Fonts. Auch das war ziemlich aufwendig, ne? Ja. Das for the local fonts, it was also like in HTML, it's really difficult to include local fonts.
You can also include Google Fonts, but Ja. that's other story. But for the local font, that was also really difficult. You have to go into divs and mention those local fonts and then create a CSS for styling for local fonts. Ja, insbesondere da ja auch verschiedene Methoden von Fontface genutzt wurden bei den E-Mail-Clients. Also es gibt ja verschiedene Methoden, Fonts zu laden, und irgendwie brauchte jeder E-Mail-Client so seine spezielle Art und Weise. Dann war es buggy, und es gibt also auch heute noch extrem viele E-Mail-Clients, die Custom-Fonts gar nicht unterstützen. Some of the clients do not support the local fonts. Yeah, that's also the problem. Dann hatten wir gerade bei Legacy auch viel Aufwand für die Retina-Images, ne? Genau. For the most of Outlook clients, that was the problem with Retina image. They like very big images for the I think for Outlook 2019 and 2016. Ja. Mostly there was Du problem, so. redest sehr oft über Outlook. Das wird was bedeuten, oder? Ja. Kommen wir gleich noch drauf. Mit Outlook ist immer mal. Im Outlook ist immer was zu Ja. tun, ja. Ja, und zum Schluss mussten ja immer noch die Mautic-spezifischen Ergänzungen im Code vorgenommen werden, bei dem Legacy, Legacy-Editor. Ja, genau. also. Ja. From the Legacy Editor, if I compare the MGML, that is. Aber jetzt nimmst du schon was von weg, Ja. nämlich den ersten Lichtblick. Ja, also man muss ja immer noch Mautic-spezifische Sections und so reinfügen, Data Slots Yeah, und ja. genau. For the in legacy template, we have to mention like data slot for every div, for text, for each text in the template, we have to mention data slot. But now, if we compare MGML, Ja. then it's really easy. Ja. Wir schreiben da auch viele weitere Themen, gab es noch. Eins davon ist Light Dark Mode. Da muss man aber wissen, dass zum Beispiel diesen Light Dark Mode, also ob jetzt im Dunkel oder hell im E-Mail-Client eine E-Mail angezeigt wird, wird zum Beispiel nur von 42% aller untersuchten E-Mail-Clients unterstützt. Also es ist halt, wie wir schon sagen, eine ziemliche Geschichte, was das Thema Kompatibilität betrifft. Yeah, genau. The issue is like we use media queries for the support of light and dark modes. So most of the clients do not support the media queries. So to handle light or dark mode, it's like 42% clients they support media queries and other are do not support. So Und da, that's the issue. dann haben wir auch das Problem, wenn hin und wieder sehen wir Layouts, Designs, wo Ja, Text genau, auf Text. Bilder gelegt Yes, ist, yes, dann yes. haben wir den unschönen Effekt, dass die Clients teilweise erzwingen, die Textfarben zu ändern, aber natürlich wird ein Bildfarbe nicht Ja. geändert. Effekt ist, man hat sich vielleicht vorher extra ein dunkles Bild genommen mit einem hellen Texttitel drauf. Und dann kommt der Dark Mode oder im Prinzip der andere Modus als der geplante und invertiert die Textschriftart, und dann habe ich plötzlich dunklen Text auf dunklem Bild. Problematisch. Also in dem Fall besser kompatibel Bild und Text voneinander zu trennen, oder wenn, dann den Text in das Bild direkt einzubauen, weil dann wird er natürlich nicht geändert, weil ein Bild wird nicht angepasst. Aber da sehen wir schon, alles, was technisch möglich wäre, man könnte natürlich technischen Text über das Bild legen, hat andere Resultate, die man im Prinzip in dieser Welt des Schmerzes erst persönlich erleben muss. Und man wird natürlich viele Artikel finden, aber man braucht ewig Zeit, um sich da reinzuarbeiten. Vielleicht noch abschließend, oder auch dieses Thema CSS Flex Order, was ja auch wieder mit Media Queries zu tun hat, Ja, oder? Flex for Order. the yeah for CSS Flex also use media queries, Ja. but yeah for Ah, genau. mobile yeah. Und da ist ja genau das Thema, ne? Auf einer Webseite ist sehr schön, kann man sagen, okay, ich habe jetzt halt ein Layout, links Bild, rechts Text, Genau. links Text, rechts Bild. Wenn da eine Spalte draus wird, dann kann ich das steuern beim Browser, dass die Reihenfolge geändert wird, sodass ich so Bild, Text habe. Da geht ja immer von links nach rechts. Yeah. Wenn das natürlich nicht geht und ich Flex Order nicht ändern kann, Then it dann. shows like text, build, Oder umgekehrt, ja. yeah, Also that's es sieht dann nicht mehr schön aus. yeah. Das bedeutet auch da, dass man überlegen muss, muss es unbedingt so fancy werden, wobei es ja nicht Yeah, fancy, ne? fancy. Also man muss ja wirklich ein bisschen abspecken, die Erwartungen auch ein bisschen managen, was man in einem Newsletter oder in einem E-Mail alles umsetzen kann und was nicht. Spannende Sache, da hat sich jemand mal die E-Mail-Clients angeschaut und die Top 10 Flops und Tops gekürt, beziehungsweise sie haben 41 E-Mail-Clients untersucht. Das ist
Kenner E-Mail, den Link sehen wir gleich auf der nächsten Seite noch mit. Ganz oben an der ersten Stelle Apple Mail auf iOS. Unterstützt immerhin, Stand April 2023, 243 von 258 untersuchten Technologien. Jetzt stehen wir hier voll vor der Flop-Liste. Ich schiebe uns mal ein Stück rüber. So, Ah, und bei der Flop-Liste, wir haben über Outlook heute schon böse geschimpft. Man sieht natürlich Outlook auf ja, Outlook Windows. for Windows, ja, best, Schlusslicht, rote Laterne. genau. Platz 41. Und das seit langer Zeit. Keine Ahnung, warum man sich da keine Mühe gibt, offensichtlich. 54 von 258 untersuchten Features. Ganz langer roter Balken. Traurig. Was mich aber überrascht hat, ist, dass Google Mail, Gmail auch Ja. so schlecht abgeschlossen hat. Weiß nicht, was da dahinter steckt. Viele Features, die nicht unterstützt werden. Vielleicht sind Sicherheitsbedenken, dass man eher sagt, lieber weniger als viele Features unterstützen. Aber macOS, man sieht es selbst, Outlook macOS, was halt von macOS die Browser Engine verwendet, ist ganz weit oben mit dabei. Irgendwas macht Apple anders. Und das Interessante ist ja, dass es eigentlich bei den Browser Engines eher umgekehrt ist. Da spricht man eher davon, dass das Safari eher so ein bisschen, ja, ein bisschen hinterherhängt als die Chrome Engine beispielsweise. Aber ja, das ist so der aktuelle Stand. Man muss sich also überlegen, auch für wen entwickle ich das Mail-Template? Wer ist meine Zielgruppe? Weil man kann unmöglich alle Clients genauso perfekt unterstützen. Sehr oft muss man sich einfach auch damit zufrieden geben, was standardmäßig unterstützt wird. Zum Thema Standard sehen wir gleich eine Entwicklung. Vorab schieben wir uns mal wieder zurück an Position. Ja. So. Die Quelle, habe ich versprochen, heißt Kenner E-Mail. Kann man nachschauen. Da werden im Prinzip ständig auch neue Features getestet, welche Browser das unterstützen, beziehungsweise welche E-Mail-Clients. Die Idee kam ja von Kenner Use Kann ich ja. für HTML und CSS, also Web-Technologien. Kenner E-Mail untersucht in dem Fall eben, kann ich bestimmte Funktionen verwenden. Ja, jetzt haben wir ziemlich Schmerzen erleidet. Jetzt schauen wir mal, was der erste Lichtblick ist. Abdul, was hat dich gerettet oder was hat dein Leben besser gemacht? Ja, natürlich mit MGML. Ja, yeah, that is better than HTML, Wir sehen right? schon, die Sonne fängt an zu Ja. scheinen, ja. Der Code ist deutlich schlanker, viele Probleme werden direkt gelöst, ja. Ja. Weil MGML, also Mailjet Markup Language ausgesprochen, kommt ja von jemandem, der sich mit Mails sehr intensiv beschäftigt. MGML ist so eine Art Metasprache, die gültigen HTML-Code erzeugt und auf viele Besonderheiten der einzelnen E-Mail-Clients eingeht. Im Prinzip ist es eine gute Grundlage, wenn man sagt, man entwickelt auf MGML und unterstützt alles, was MGML unterstützt, weil damit im Prinzip ja auch diese manuelle Nacharbeit wegfällt, die wir sehr Genau. oft gebraucht haben. Wir haben ja auch recht früh mit MGML angefangen, noch bevor Grape.js da war, haben im Prinzip umgewandelt in HTML und dann alle Anpassungen gemacht. Wir aber gleich sehen, wie sich das so anfühlt. Yeah, because MGML already supports most of the Outlook common issues. So MGML covers all those using some MSO tags Ja, within also yeah. MGML kümmert sich darum, dass man weniger mit den Schmerzen von Outlook zu tun Genau, hat. ja. Gibt da sehr viel Sonderbehandlung rein. Was man ansonsten als Entwickler halt wissen muss oder sich anlesen muss, was Genau. man spüren muss, indem man in jeden Bug reintritt irgendwann zu Beginn seiner Karriere. Aber MGML hat halt viele dieser Outlook-Besonderheiten schon mitgeregelt. So, machen wir mal einen Test. Wir haben jetzt hier eine ganz simple Sache da liegen, MGML-Code. Was macht der Code, Abdul? Kannst du kurz erzählen? Yeah, so here we have like MJ font. It's really simple. This MJ font covers all the like tags, it will give this name railway family to all the tags in the Das ist der MGML. Fontname, Ja, genau. genau. Und kümmert sich auch darum, dass für die jeweiligen E-Mail-Clients der richtige Load-Mechanismus verwendet Genau, wird. Genau. ja. So. Das steht im Head. Was haben wir noch? Dann haben wir einen Body. Ja. Das sieht man, das ist das Beispiel, was du meintest: MG, Text Font, Family Railway und Arial als Fallback. So railway is used as a main font. And Railway Arial will be used as a fallback font. Ja, So so Standardschriftart, die ansonsten. ja. Ansonsten da so.
Dann kommt eine Hello World-Ausgabe und dann kommt noch ein Button. Ja. Hast schon gemeint, ne? Buttons waren auch so eine lustige Geschichte zum Arbeiten. So, for HTML is too many lines of code. So. Ja, wir haben mal gesagt, also aus 16 Zeilen werden jetzt, ich meine, wir wissen es, man könnte raten, ne? Also sind es 30, sind es 60, sind es 90, wir wissen es, wir nehmen es einfach mal weg, aber ihr könnt raten, ihr habt es vielleicht noch nicht gesehen. 125 Zeilen HTML. Ich habe es nicht geschafft, die einfach mal sichtbar hier rein zu kopieren. Ja. Es ist nur der Ausschnitt der ersten paar Zeilen und man sieht schon, wie es losgeht. Man sieht, dass da schon so ein paar Besonderheiten geprüft werden, ob es ein MSO, also MSO ist ein Microsoft-Client ist, Microsoft ne? Client, genau. Das in dem Kommentar versteckt noch diese Query sozusagen. So yeah, they already include those MSO stuff, so we don't have to care too much about the Ja. styling for Outlook clients. Ja, das hat uns natürlich einiges an Verbesserungen gebracht. Was bedeutet das, wenn wir über MGML in Mautic sprechen? Das heißt, damit das, wenn wir, nehmen wir mal dieses Beispiel mit diesem HTML-Button, ne? Da gibt es ja dieses, gab's oder gibt es dieses Problem, dass in bestimmten Clients, auch wieder Outlook, Ja. die Buttons teilweise nicht auf der kompletten Fläche klickbar sind. Das ist schon eine Diskussion in der MGML-Community. Zuletzt im Dezember hat jemand wohl einen Pull-Request gebaut, eine Genau. Lösung dafür gefunden. Und jetzt im Mai heißt es so, wird so langsam der Pull-Request in die nächste MGML-Version wohl mit eingebaut. Was bedeutet das? Bis wir das in Mautic sehen, vergehen natürlich ein paar Schritte. Ja, es geht von MGML, dann wird es in den Grep.js-Builder. Der muss den Compiler, also sowohl die Sprache als auch den Compiler unterstützen. Yes. Dann muss Mautic natürlich noch den aus dem Grep.js-Bildern das Grep.js-Plugin aktualisieren. Und da kommt es dann natürlich schon ein bisschen zu ein paar Verzögerungen. Deswegen haben wir da auch unseren Zen-Garten angezeigt. Man muss da ein bisschen Geduld haben. Ich bin auch gespannt, ob es da vielleicht Wege gibt, ob man MGML patchen kann, dass man innerhalb von Mautic vielleicht schon auf eine neuere Version zugreifen kann. Hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, was so das Thema Pflege, Wartung und sonstiges betrifft. Aber das bedeutet, während wir jetzt davon sprechen, dass es eine Version 4.14.1 gibt bei MGML, Stand heute Ende Mai, wo wir das aufgezeichnet haben, haben wir in Mautic 4.4.8 Ja, die genau. Version 4.11 bisher im Einsatz, ne? So. Richtig. Also es wird ein bisschen immer hinterherziehen, bis MGML unterstützt wird. Aber dafür kontinuierlich kommen Verbesserungen rein und automatisch profitiert man davon, wenn man dann im Prinzip den, ja, einen aktualisierten Compiler hat und die E-Mail dann kompiliert wird. So, wie sieht denn der Gesamtprozess aus? Und man sieht, dass unser Entwickler schon so viel Kraft und Zeit verloren hat, dieses Mail-Template zu entwickeln. Er ist schon Ja. eingeschlafen. Der Prozess ist halt aufwendig, ne? Weil wenn man Ja. am Ende einen Bug findet, fängt man wieder von vorne an. Ja, das dann again we find something like ah okay, this bug is nochmal da Ja. and we have to like again fix the whole template and ja. Also gehen wir mal Das vom was Anfang. Wir haben gesagt, am Anfang Design and Layout. Der Design. Designer kommt zu dir. Idealerweise ist es ein Online-Designer und nicht ein Genau, Print-Designer, weil wenn er ja. von Print kommt, dann ist der Weg noch ein bisschen länger für die Ja, Abstimmung. genau, das Also ist. ihr stimmt euch dann ab. Ihr sagt, okay, sieht schön aus, aber wir müssen ein bisschen ändern, weil es technisch nicht geht. Wir könnten Genau. den Text nicht aufs Bild legen, zum Beispiel. Also die Abstimmung läuft am Anfang. Wenn das geklärt ist, die ganze technische Abstimmung gemacht wurde, geht es ums Entwickeln und Bugfixen. Und das war bei Legacy insbesondere sehr aufwendig, weil man hat entwickelt, man hat im HTML-Code getestet und danach musste man nochmal die Mautic-Anpassung für Segmente, Sections, Data-Section, Genau, Data-Slots und so Data einfügen. Slots, ja. Dann hat man das paketiert, also ins richtige Form gebracht, sodass es ein Template für Mautic ergibt, hat es ins Mautic installiert, hat es in Mautic getestet, Ah. ob der Backend-Editor auch wirklich alle Segmente editierbar waren, verschiebbar waren, alles ging. Hat dann Mails versendet, auch nochmal geprüft. Und dann natürlich mit so Tools wie Testy.at, was eine schöne Testing, Alternative ja. ist zu Litmus. Ja. Ja, und die Main Thing ist, we are for the Legacy HTML, we have three test cases. Simple HTML code test, then Mautic editor test, and then email client test. So these Mit were allen the, Kombinationen, die es da so gibt, ja. yeah. Wir haben es ja That gesehen. was challenging.
Es ist halt ein Unterschied, ob man Outlook als Desktop-Client auf Mac oder auf Nicht auf Windows dem, oder im ja, Web. im Web, ja. Genau, es ist also riesen Kombinationsvielfalt. Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass man sich einschränken sollte beim Support oder welche E-Mail-Clients man garantiert und welche man vielleicht sagt, Genau. okay, nee, nicht ohne extra Aufwand. Also eine gute Faustregel ist zu sagen, das, was aus MGML rauskommt, Yes, funktioniert. yes, yes. Most of the things now are covered in MGML, so now most of the email client supports the MGML, so we don't care about like most of the client, but there are some clients which are still challenging. We have to do manually updates, so yeah. So, und dann kommt bei mir der Wirtschaftsinformatiker wieder raus und dann schaut sich auch an, wie ist das überhaupt noch wirtschaftlich? Je mehr ich anpasse außerhalb vom Standard, desto mehr muss ich halt auch immer wieder Änderungen mitführen, wenn ich ein Update mache. Und das kostet Geld in Erwartung und auch im ersten Setup. Also ehrlich, eine komplett individuelle Mail-Template-Entwicklung, da musste man schon so 3 bis 4 Tage Aufwand mit Schleifen, mit Rücksprachen und allem drum und dran rechnen, fairerweise. Und das verursacht natürlich Kosten, wenn man bei einem Kunden mit Marketing-Automatisierung startet, je nachdem, wie groß der Kunde ist. Was dann natürlich schon mal diskutiert wird, sowohl für Setup als auch für die laufende Wartung von so einem Mail-Template, weil Marketing-Automation braucht ja ein gewisses Budget und es ist eben schade, wenn es allein nur für das Mail-Template Ja, drauf geht. genau. Also Das ist. so sollte es nicht sein, aber also gerade da ist aus unserer Sicht das Potenzial, dass man mit einem pragmatischen Ansatz Pareto-Prinzip besser fährt, als wenn man versucht, sich da perfektionistisch um jedes Byte, jedes Byte, um jeden Pixel, wollte ich Pixel, sagen, um ja. jeden Pixel zu kümmern, um jeden noch so raren E-Mail-Client-Kombination, zum Beispiel, was könnte sein, AOL im Web, AOL Web, AOL Web-Client. ja. I don't, Das, ich weiß nicht, nutzen das Leute noch? Nee, I didn't hear about this before. Seriously, ja. Ja. Also ich habe da auch fantastische Kombinationen gesehen, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass es noch jemand nutzt. Aber es gibt ja auch Leute, die nutzen noch GMX und Web.de. Wobei der Web.de, genau. unabgesprochener. Genau. So, also 3 bis 4 Tage. Denken wir, es ist auch zu viel für eine individuelle Entwicklung, haben wir zumindest festgestellt. Wir haben einen neuen Ansatz, was heißt neuen? Wir haben einen anderen Ansatz. Oh, jetzt schaut schon ganz halt aus, oder? Ja. Also nächster Lichtblick. Was wir festgestellt haben, eben auch in der Zusammenarbeit mit vielen unserer Kunden, dass es sinnvoll ist, dass wir ein professionelles Standard-Template entwickeln, was viele Fälle abbilden kann, also mit vielen verschiedenen Elementen. Genau. Das ist komplett durchentwickelt, das ist durchgetestet und wir haben noch ein Tool dazu gebaut, mit dem dieses Template individuell an das CI angepasst wird. Da ein Gruß an die Maria, die kann heute leider nicht dabei sein. Die hat massiv mitentwickelt bei uns an diesem Ansatz. Wir schauen uns den gleich mal zusammen an. Diese Vorlage wird dann auch ständig weiterentwickelt und so profitiert eigentlich auch jeder Kunde von Verbesserungen von dem Genau. Mail-Template. Genau, was man braucht am Anfang ist natürlich ein klares CI, dass man weiß, dass ich ein Logo habe natürlich, wäre vielleicht eine gute Idee. Dass ich weiß, was ich für eine Schriftart haben möchte, falls der E-Mail-Client den überhaupt unterstützt, was ich für Farben verwende, wie groß meine Schriften sind, wie die Abstände sind, was ich in meinem Footer drinstehen haben möchte, was für Links ich drin haben möchte. Und das gucken wir uns da einfach mal live an. Abdul, vielleicht zeigst du uns einfach mal, wie dieser 20Zen-Generate, TZ-Generate funktioniert. Kurze Einführung. So, yeah, we have very much options here for the logo. You can upload logo, it will change from here, also from typography. And just make a change so we see if the Yeah, preview no, will already. it's like, Okay, instantly. yeah, So a you little can bit. do a bit of test. So you can probably Yeah, set your designer to that, exactly, right? exactly. And for the logo, you can also set the location where should be the logo, like this one. And this whole thing will support the Motic. That's the main thing. It will create a whole package for the Motic instance. You don't care about anything, and you just like for the like this, you have your and also So everything like und jetzt sieht man auch, worum es einen Designer braucht, ne? ja.
Genau. Aber das Gute ist, hier kann man im Prinzip Richtig. genau einstellen, was ein Designer alles ändern kann. Ja. Then you can just click on the download and it will give you the whole package in a zip file to Exactly. you. So we prepared that already. So we can have a look directly into the. No, jetzt rede ich auch schon Englisch. Wir haben aber erst eine deutsche Session. Chill. No worries. So, also natürlich, das Theme wird hochgeladen über den klassischen Weg. Da bitte auch beachten, dass ihr beim Hochladen vorher in den Settings von Mautic einstellt, dass auch die File-Types von den Fonts erlaubt sind zum Upload. Ja, Weil das ist korrekt. ansonsten, komischerweise, wenn man ein Theme hochlädt in einem ZIP, fischt Mautic die nicht akzeptierten File-Extensions raus. Dann fehlen die Fonts. Yes, then most of the fonts do not be shown in the templates. So, also wir schauen, dass alles geklappt hat. Wir haben das hochgeladen. Wir schauen uns das kurz an. Ja, okay. Wir haben natürlich die Farben, die du geändert hast, wieder zurückgesetzt. Wir wählen das Template aus. Das bekommt noch einen schönen Namen. Und zack, schon haben wir ein Grape.js-kompatibles Template, können damit arbeiten. Und was wir auch tun, ist, wir geben noch eine Short-Variante von dem ganzen Thema raus, sodass man auch, wenn es mal schnell gehen muss, und beim Marketing-Automation muss es auch mal schnell gehen, dass man auch eine kurze Variante hat, weil auch hier, wie beim Legacy-Editor, gilt für uns eigentlich der Ansatz, dass für den Maximalausbau wir eher alle Elemente in den Editor reinladen und dann Elemente, die ich nicht brauche, lösche. Oder auch Elemente dupliziere, die ich doppelt oder mehrfach brauche. Weil ich mache mir den Style kaputt, wenn ich die Module aus dem Block-Editor rausziehe. Schön wäre es natürlich, ich könnte diese Blöcke direkt definieren über das Template, aber das ist nicht möglich. Das heißt, man müsste direkt an die Core-Files rangehen und das verursacht Aufwand. Nee, verursacht nur Aufwand, das ist nicht mehr machbar. I think that need to be updated plugin in Mautic, Grape.js. So maybe in later they will update the plugin for Grape.js better. So Jetzt ist natürlich noch die Frage, ja, brauche ich da so ein Template? Kann ich das nicht selber machen? Wir haben gesehen, dass man kann natürlich selber machen, wenn, macht es mit MGML. Aber gerade wenn man auch an größere Unternehmen denkt, die vielleicht mit mehreren Sprachvarianten arbeiten wollen, die mit mehreren Regionen vielleicht andere Footer verwenden, da ist das TZ Generate natürlich nicht schlecht, weil ich dann einfach Varianten generieren werde. Also einmal das Design festlegen, dann Varianten festlegen und ich kriege halt mehrere Templates exportiert. exported, So, das macht das ganze Pflege- und Wartungsthema and interessant. also like if they if our clients want some other design, like if there's some other challenging task, we can manually like edit or add into the templates. That's also possible other than the generate. Exactly. Genau. Was wir für euch vorbereitet haben, natürlich könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Wir haben Coupons für euch, limitierter Anzahl. Also geht am besten direkt auf diesen Shortlink da, twzn.de/generate. Sichert euch einen Coupon, werdet informiert über neue Ideen, die wir damit auch umsetzen werden. Probiert es aus, schickt uns Feedback zu. Und ganz insbesondere sind wir auch interessiert, mit anderen Mautic-Partnern ins Gespräch zu kommen oder auch mit Hostern, die Mautic Hosted anbieten. Weil sowas lässt sich natürlich auch gut integrieren in eine kombinierte Lösung, sodass eure Kunden auch unproblematisch und schnell loslegen können mit einem CI-konformen Template. So, das war's für die halbe Stunde Präsentation. Wir hoffen, wir haben euch nicht zu sehr abgeschreckt bei Mail-Template-Entwicklung. MGML ist definitiv eine gute Sache, damit könnt ihr auch selbst loslegen. Wenn ihr mehrere Kunden habt und noch ein bisschen effizienter werden möchtet, sprecht gern mit uns, was ihr für Ideen habt, wie wir diesen Generate noch ausbauen können oder auch für euch als Geschäftsmodell attraktiv machen können. Schickt uns Feedback. Und ansonsten sind wir jetzt auch live für Rückfragen bereit. Stellt uns eure Fragen. Bis gleich. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Ich glaube, jeder von uns, der irgendwie in dieser Nische unterwegs ist, kennt die Probleme in der Template-Entwicklung. Du hast meinen Kommentar zum Outlook ja auch gesehen.
Wir lieben es alle sehr. magst du vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, was waren so eure Erfahrungen in der Template-Entwicklung, die euch Ja. wirklich dahin gebracht haben, wo ihr gerade schon steht? Ja, also Template-Entwicklung war für uns eigentlich immer der schmerzhafteste Punkt. Also mit den bestehenden Templates, das sind ja eher Beispiele. Kann man zwar mal schnell was bauen, was testen, aber die CI-Frage stellt sich halt immer sofort. Wir haben am Anfang oft auch Designvorschläge gekriegt von Menschen, die noch nicht mal responsive Webdesign gesehen haben. Die kommen halt in dem Beispiel auch aus der Printwelt, wo ja alles geht, kann ich alles malen, alles schräg und wie auch immer. Aber wenn man das dann versucht, mal in Code zu packen, ist es schon wichtig, dass der Entwickler dem Layouter, Grafiker mal ein paar Sachen erklärt, sodass es dann miteinander funktioniert. Ganz am Anfang hatten wir auch niemanden im Team, der so ein Mail-Template überhaupt schon mal programmiert hat. Wir haben dann mit Outsourcing angefangen und haben mit verschiedenen Firmen gesprochen, die sagen, wir können das super gut, ja, also ja, kein Problem und so. Ne? Also war allerdings dann auch ein bisschen zu viel versprochen. Es war dann so, dass mit Zeitverzögerung natürlich, also Zeitversatz war also fernes Outsourcing, ich am Ende so viel Projektmanagementstunden verbraucht habe, dass ich das niemals gerechnet hatte. Also wir hatten einen anderen Anspruch an Qualität. Wir haben was zurückbekommen, was aussah nach einem Mail-Template, aber was man im Backend nicht bedienen konnte, weil die Slots nicht korrekt eingetragen waren. Und das haben wir einmal gemacht und nie wieder. Haben dann selber Know-how aufgebaut, sind da in einige Fettnäpfchen getreten. Gerade wo es noch nur mit HTML war, Katastrophe, musste man sich für jede extra Sache was einfallen lassen. MGML oder MGML war ein Riesensprung vorwärts. Wir sind auch mittlerweile heutzutage so weit, dass wir auch unseren Kunden also keine Anpassung nach dem MGML mehr machen, weil das die ganze Toolchain kaputt macht. Also alles, was MGML kann, können wir liefern. Gerade wenn zum Beispiel der Button noch ein Problem hatte, das ist nie wirtschaftlich, den anzupacken. Da muss man eher darauf einwirken, dass die MGML-Community versucht, den zu fixen. Also das war so unsere Phase. Jetzt sind wir in dem Punkt, wenn wir jetzt im Kundenprojekt reingehen, wir verkaufen eigentlich nur noch das Produkt. Das heißt, mit dem Generator braucht auch unsere Entwickler nicht mehr lange. Also jetzt ist es noch so teilautomatisch, aber wir haben ja jetzt auch die Plattform gelauncht. Also man kann da auch selber reingehen, sich mal einen Prototypen holen. Also probiert das gerne aus. Selber mal anpassen, was runterladen, gucken, wie es funktioniert. Und das wollen wir halt auch unseren Partnern anbieten, weil es für alle ein Win-Win, dass man wie ich es auch im Video gesagt habe, ne, das kann man dem Kunden einfach auch nie erklären, warum ein Mail-Template, selbst wenn das einfach aussieht, mehrere tausend Euro kosten soll, also weil es halt auch viele Tage und viel Testen bedeutet, das Ja, ganz passt genau. irgendwo nicht. Manchmal versteht man ja auch selber nicht, wo es am Ende dran liegt, ne? Wenn man am Testen ist und da ist in Outlook noch ein komischer grauer Balken. Oder the famous white line in Outlook. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile weg ist. Die kommt random, also zufällig ist irgendwann mal immer so eine weiße Linie drin, besonders wenn man irgendwie einen dunklen Background nimmt. Und das ist halt, dann redet man mit Kunden und die denken dann manchmal, sind wir nicht zu blöd zum Programmieren? Nee, es ist halt Katastrophe im Outlook, ne? Haben wir jetzt vor 2 Monaten auch zum Beispiel erst wieder gehabt. Na, also ja, die gibt es noch, die Famous White Line. Okay. Ja, was mich interessiert, euer Template-Builder, wie ist da eure Idee? Wer soll den nutzen? Also ist das der Host-Provider? Ist das der Redakteur, der sich selber auch mal ein neues Template zusammenklicken kann? Magst du da ein bisschen was zu erzählen? Wir haben ja verschiedene Ansätze gesehen auf der Konferenz, von super dynamische Layout-Gestaltung für jeden Newsletter. Wir kommen ja eher so B2B-Umfeld, wo man jetzt nie so fancy Geschichten, jedes Mal sieht das Teil komplett anders aus. Also es geht eigentlich eher darum, dass man unabhängig ist von einem externen Editor, sondern dass man tatsächlich mit dem eingebauten Crape.js-Editor arbeiten kann, soweit das alles möglich ist. Und deswegen liefern wir, also der Layouter kann jederzeit reingehen. Wir erleben es halt auch bei Kunden, dann haben die mal eine neue Telefonnummer oder sind gemerged, haben irgendwie neue Anschriften und da muss man das Ding immer wieder anpassen. Da können die dann selber reingehen, können dann einfach die Fußnote aktualisieren, drücken Generate-Button und haben ein neues Template. Wir haben uns auch schon ein paar Gedanken gemacht, wie das dann aussehen kann mit der Versionierung, weil es muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass man das gesamte Template als neues Template anlegt, dann hat man irgendwann 5 Versionen, Ja, sondern da auch stimmt. ein paar Überlegungen macht, dass man vielleicht einfach ein paar Files austauscht,
und profitiert sofort von den geänderten Daten. Ja. Und habt ihr sonst noch schon irgendwie Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Kopf? Ja, absolut. Also wir überlegen zum Beispiel in die Richtung dann auch natürlich mehr als ein Template. Das ist jetzt das Business Master Template sozusagen, auch noch Ja. andere Varianten anzulegen. Man muss es einfach mal probieren. Vielleicht gibt es auch andere Mautic-Partner, die sagen, ey, ich habe hier ein cooles Template, das haben wir getestet, das funktioniert super. Dann können wir gucken, wie wir das in unserem Generator mit einbauen. Und das meinte ich halt auch mit gemeinsamen Geschäftsmodellen, so mal schauen kann, ob der Generator nie auch eine Basis ist dafür, ja, diese Vielfalt herzustellen und dass man da ja sich ein Template zieht, was man auch wirklich installiert. Die zweite Richtung, die ich sehe, ist, dass man eben gerade auch in Verbindung mit diesem Low-Code versucht weiterzuentwickeln, dann, dass man vielleicht auch mal komplett fertige Mails generiert reinstellen kann, also ein Set an vorbereiteten Mails. Und die dritte Sache ist, wir haben halt auch Kunden, die haben mit mehreren Sprachen zu tun und mehreren Regionen, dass wir dann vielleicht auch in Verbindung mit den verschiedenen Twig-Plugins, also auch zur Sendezeit dynamische Daten austauschen kann, ohne dass es so kompliziert wird mit Dynamic Content-Blöcken, die ja Ja. teilweise in GrabeJS auch noch nicht so richtig unterstützt sind. Ja, das stimmt. Das ist immer ein bisschen Gebastle. Ja, also ich finde es sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da keine Schwierigkeiten habt, in der Community irgendwie ein paar Partner zu finden, die da Lust auf einen Austausch haben, dass man schauen kann, wie kann man das zusammen noch größer machen, gegenseitig da profitieren kann. Meine Fragen sind soweit abgehakt. Ich schaue noch mal im Chat und Q&A. Das sieht aber auch alles gut aus. Famous last words, Dirk. Famous Last Words, habe ich mir gar keine überlegt, aber nee, ich freue mich drauf, Feedback zu bekommen. Wir sind Produktentwicklungsfirma, das ist eins unserer Produkte, die wir gerade validieren. Also war eigentlich schon weiter als über die Validierung drüber. Wir haben es bei uns validiert. Wir wollen halt auch was, wir wollen es halt der Community bereitstellen, sodass es für alle Sinn macht. Also Ideen, wie man das Geschäftsmodell gestalten könnte, als auch wie kann man zusammenarbeiten darf. Daran sind wir jetzt interessiert. Probiert es Ja. aus, kostenlos, sind da ein paar Sachen drin. Um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, gebt uns Feedback und wenn ihr euch anmeldet, halten wir euch auch auf dem Laufen, wie sich das Thema weiterentwickelt. Danke. Ja, ich freue mich. Danke, Dirk, für deine vielfachen Sessions hier auf der Mautic-Konferenz. Das war Danke dir. jetzt der letzte Talk im deutschen Track. Wir haben gleich noch einen Talk im englischen Track und dann geht auch die Mautic Conference Global 2023 schon wieder zu Ende. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder in einem deutschen Track. Das ist super, dass wir das jedes Jahr wieder auf die Beine stellen. Auch eben dank Community-Member wie dir, Dirk, die so viele Talks jedes Jahr vorbereiten. Vielen Danke. Dank und bis bald. Mach's gut. Ciao, macht's gut. Ciao.